Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Snap Elite 5, den Invasion-Modus. Jetzt hast du es mit uns zu tun und wir lassen dich nicht gewähren! Ja, wir haben im letzten Part ein bisschen mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen Daniel gespielt. Zumindest sieht der Charakter so aus wie Daniel. Und jetzt werden wir ebenfalls noch einen Skin nehmen, den ich natürlich nicht so häufig gespielt habe, beziehungsweise noch überhaupt nicht. Ich habe hier überhaupt noch nicht den Matrosenjungen gespielt. Den habe ich überhaupt noch nicht genommen. Das ist schade. Ja, aber nehme extra noch das Ding, damit es extra dämlich aussieht. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Im Namen des Mondes werden wir dich bestrafen. Okay. So, unser pickelter Matrosenjunge wird heute sein Glück probieren. Oh Gott, das könnte mächtig ins Auge gehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das könnte mächtig ins Auge gehen. Wir haben Tarnindex einfach mal von 0. Wir sind sehr auffällig gekleidet. Schwierig. Schwierig. 0 Tarnung. Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist. Vor allem, ich finde den Kontrast so gut, weißt du? Du hast halt irgendwie gefühlt zwischen den ganzen anderen Skins irgendwie 10 Jahre Unterschied, was das Alter angeht. Der Matrose ist gerade frisch 18 geworden, gefühlt. Und ist ja bei der Marine. Und wir haben noch den Marineoffizier. Haben wir auch freigeschaltet. Und der ist gefühlt 60. Das ist Wahnsinn. Du hast da irgendwie gefühlt einen Altersunterschied von 42 Jahren. Bei den anderen Skins hast du irgendwie gefühlt einen Altersunterschied von 10 Jahren. Aber 42, das ist schon irgendwie schon eine starke Nummer. Nein, 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 nein! Doch, doch, doch! 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 Ah, besetzte Schloss Chateau, mein Lieblingsmap, sehr gut. Fängt ja schon mal sehr gut an. Ich bin begeistert, aber ohne Busch wird es ein bisschen problematisch. Oder irgendein bisschen Tarnung, ja. Falle viel zu sehr auf. Gut, da leben noch alle. Wir sind relativ im Norden gelandet. Ja, wir können mal in Richtung Schloss laufen, das ist eine gute Idee. Wenn ich so nah am Rand entlang, das wäre fatal. Da kannst du einfach wegsnipen. Da ist so ein kleiner unschöner Nebeneffekt. Aber hier drüben bin ich eigentlich noch nie gespawnt im direkten Norden. Wir gucken, wo er sich befinden könnte. Oh, warte, was ist das? Da ist nur ein krass kleines locker wegsnipen. Das ist natürlich blöd. Komm, Junge, ein bisschen Bewegung hier. Absolut keine Deckung. Markiert. Markiert. Wir markieren erstmal alles. Immer schon markieren. Das ist immer eine gute Strategie. Immer erstmal markieren. Der Turm ist immer so ein guter Sniper-Spot. Ist einer von uns, sehr gut. Eins, eins. Boah, Alter, immer wenn diese Reflexion kommt, denke ich immer gleich, er schießt mich. Aber nee, ist ja einer von mir. Oh Gott. Herrgott! Ich fall total auf, das ist so schlimm. In the Navy, as you can sail the seven seas. In the Navy, you can put on my knees. Markieren, Ziele markiert. Ein sicherer Kronleuchter, genau. Er scheint sehr sneaky unterwegs zu sein.
App. Laufen wir mal ein bisschen durchs Schloss, vielleicht ist er hier schon eingedrungen. Überall Schritte. Markiert. Karl, zeig dich. Ja, das ist das Büro, genau. Markiert. Wieso ist denn eine unsichtbare Wand? Auf den paar Schritten ist eine Wand. Der lebt auch noch, das ist gut. Lebt auch noch. Okay, der ist sehr sneaky unterwegs, ich merke schon. Ist ja jetzt nicht schlimm, dann wird es eine Herausforderung. Tarndex 0. Wenn der irgendwo im Gras ist, dann snappt er mich weg. Zeigen Sie sich, Herr Heckenschütze. Wo könnte der Bengel bloß sein? Karl. Komm aus dem Spielen. Ja, telefonieren werde ich auf jeden Fall. Ich wüsste ja so gerne, wo der Mann ist. Kann nicht sein, dass der jetzt überhaupt noch nicht irgendwie... Oh, was war das? Mein Freund ist noch da. Okay. Ja, das wollte ich überprüfen. Mein Stand wurde enthüllt. Da hat er irgendwo rumgefragt, okay. Auf zum Telefon. Grüß dich, Keule. Was geht? Markiert. Er muss hier hin. Ich habe einen Schuss gehört, trotzdem. Wir telefonieren mal auf die Schnelle. Der am Turm ist tot. Der am Turm ist weggeschossen worden. Sehr gut. Wir wissen jetzt hier, wo er ist. Er ist... Ja, er kommt von der Richtung. Er will in den Turm einsteigen, alles klar. Alles klar, der ist clever. War nur eine Frage der Zeit, bis er einen Fehler begeht. Fuck, Alter. Ja, schalt einfach, ich merk's. Tarndex 0. Fuck, ich glaube, ich habe da was gesehen. Das ist einer von unseren, okay. Erwischt. Gute Nacht. Fuck, gesehen, ja. Ey, ich hab dich schon gesehen, Karl, ich hab dich schon gesehen. Scheiße, Alter. Köpfe einziehen. Da bist du ja! Schieß mal ein bisschen. Schieß mal ein bisschen, komm. Hab schon Rückzug angetreten, alles klar.
ist nicht weg. Ich habe doch gerade noch gehört. Ich hatte keine Angst. Niemals. Natürlich nicht. Stimmt, zurück in die Form gerannt, oder? Warte, da drüben. Gerade weggeschossen, ja. Karl, wo bist du? Zeig dich. Jo! Das kam von da drinnen. Ah, mir läuft die Zeit davon, Mist. Egal, trotzdem Sieg, ey. Trotzdem Sieg. Ich hab's noch nicht gefunden, aber trotzdem, das zählt. Die Spionageschule, sehr schön. Ich sehe aus wie eine Spion. Ah, und hier gibt es eine Menge Wasser. Passt also. So, es sind zwei heute. Heute sind es zwei. Okay. Toll, genau da, wo ich wegspringe. Oh. Ja, wo wird geschossen? Wir gehen da mal gleich mal hin. Der muss hier irgendwo sein. Wo? War da drin, ich hab was gesehen, ja, ja. Scheiße, ich hab die Typen schon bemerkt, ja, ja. Ein Vorschlag, was wir jetzt mit diesem Loch machen können? Irgendjemand würde es bestimmt nutzen, um die Geisel zu befreien. Ja, irgendjemand wäre ganz bestimmt so unartig. Aber irgendjemand ist... Ganz bestimmt keine von uns. Nein, sicher nicht. Also ich höre gerade Schüsse, müssen wir sofort hin. Ist das zwei oder was? Okay, hinter. Von Ausrufezeichen hinter. Ich gämme die Gezolle, deswegen hinter, komm. Okay, ist einer von mir, ist gut. Ich war gerade ein bisschen paranoid, alles gut. Fuck, Alter. Der macht richtig Remedemi gerade. Fuck.
scheint im Haus zu sein. Okay, hinter. Also, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab den Kerl. Das war eine Wache von mir. Schon was gefunden? Aus der Richtung. Ja, es kommt irgendwas aus der Richtung, ja. Egal, für dir trotzdem. Fuck, er ist durch den Bunker gegangen, alles klar. Er verliert so. Er hat verloren. Sehr gut. War doch klar, war doch klar. Eingesetzt und versucht, die Welt zu beschützen, aber niemand hat sich je bei dir bedankt. Sollen sich die anderen noch selbst drum kümmern? Keine Waffen, aber bin ich jetzt nicht so Fan von der Map. Ich meine, ich habe zwar bis jetzt immer gewonnen, aber es gab so Momente, wo ich dachte, oh Gott, jetzt sterbe ich. Da gab es schon ein paar Momente, wo ich schon habe mein Leben vorbei, vor dem inneren Auge vorbeiziehen sehen, also nicht gut. Ja, da lebt noch alles, also gehen wir jetzt in die Richtung. Toll, in der Richtung befindet sich einfach mal rein gar nichts. Ja, okay, ich sehe was, ja. Bootshaus, alles klar. Fuck. Ja, von da oben schießt er, schießt von da oben. Scheiße, Deckung. Das ist mehr als schlecht gerade. Hab ihn! In die Eier! In die Eier! Nein, nicht ganz, aber egal. Oh, knappe Kiste. Ich dachte, der hätte mich jetzt.
Ich dachte, der hätte mich jetzt. Aber ich hatte einen viel schnelleren Finger im Abzug. Aber ich dachte, der hätte mich. Ich dachte wirklich, der hätte mich gleich. Gott. Ey, ich hatte wirklich gerade dezent Angst in meinem Leben gehabt. Aber war spannend. Ich habe ja gesagt, ich brauche eine Herausforderung. Ja, es war eine Herausforderung gewesen, ja. Auf einmal dachte ich mir, oh Gott, nee, oh Gott, der wird mich gleich für übelst wegsnipen. Ah, Mistkerl. Weil er hat gewechselt. Vorher das Sturmgewehr gehabt. Ich weiß nicht, ich habe das bemerkt. Also vor Sturmgewehr und dann das Scharfschützengewehr rausgeholt. Und dann dachte ich mir, oh Gott. Oh, der könnte mich jetzt voll wegklatschen. Du musst in deinem früheren Leben wohl ein Fisch gewesen sein, so wie du schwimmst. Schutt und Asche, das Endgebiet. Das ist schlecht. Ja. Ha, das ist sehr schlecht. Muss ich das jetzt unbedingt? Ich möchte aber nicht. Er ist im Glockenturm. Oder nicht? Ich habe mächtige Angst. So, ich kenne das Gebiet nicht, das ist das Problem. Erwähnt im Glockenturm könnte er sein. Gut, der ist also schon weiter. Ja, da ist jemand, der Verdacht schöpft. Okay, da gehen wir mal hin, komm. Ich hab Schüsse hinter. Kam aus der Richtung irgendwie der Schuss her, ne? Komm her, dich kriege ich. Von hinten. Kopfschuss. Geht doch. Wie bereits erwähnt, egal was für eine Uniform ich trage, ich bin immer noch ein guter Scharfschütze. Zumindest sehe ich das so. Ja, meine Lieben, so, wir haben die 150 Pokémon erledigt. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Es hat mir Spaß gemacht. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder.